singen. Forty fifty. Ladies and gentlemen, play has stopped. So, Jane Harvey, in dieser Sekunde haben wir aus unserer Kabine geschaut. Da fing es an zu tröpfeln. Amalie Morismo sagt, mein Gott, ist er noch gar nicht feucht. Aber sobald es hier so einen leichten Film gibt auf diesem Hartplatz, auf diesem Rebound ist, dann besteht eine Rutschgefahr. Eigentlich eine schlechte Entscheidung des Oberschiedsrichters Peter Bellinger, der sich damit hervorgetan hat, in den vergangenen Jahren, dass er immer die schlechte und falsche Entscheidung getroffen hat. Denn wenn Regenwolken sich anbahnen, dann hat er die Möglichkeit, vor der Begegnung das Dach zuzumachen. Dafür ist das Dach eigentlich da. Jetzt regnet es ein bisschen stärker, ein bisschen schärfer. Und Sie sehen es links eingeblendet, Play suspended. Das Spiel ist unterbrochen worden. Im Moment bleiben die Spielerinnen noch auf dem Platz. Das Dach wird zugefahren. Ist ja eine fantastische Konstruktion hier in der Vodafone Arena. Dauert noch nicht mal eine Viertelstunde, dann kann hier vielleicht weitergespielt werden. Es sei denn, der Platz ist mittlerweile so nass, dass er erstmal abtrocknen muss. Ringschauer in Melbourne für einen kurzen Moment, meine Damen und Herren, das gibt uns Gelegenheit und die Zeit, uns auf die Olympischen Winterspiele zu freuen.